Hallo und herzlich willkommen zurück zur Kaffeepausenreihe des Red Rage Gaming Crew Channel. Mein Name ist Dan und wir schauen uns heute mal an, wie man einen alten Nintendo wieder flott macht. Auf geht's! Ja, der Nintendo NES. Wir schmeißen das Ding hier an und oft hat man das Problem bei alten Geräten, dass ihr hier so ein Grayscreen habt. Wunderbar. Das Bild flackert, die Powerleuchte blinkt und ihr wisst nicht, was zu tun ist. Da gibt es eigentlich eine ganz gute Abhilfe für und wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt mal. Ja, wir haben hier einen neuen 72-Pin-Connector für den NES, bestellt von Amazon. Ich packe euch mal vier Links unten drunter, da könnt ihr uns auch drüber unterstützen, falls ihr die Ersatzteile direkt überziehen wollt. Und auch fürs Schraubenzieher-Set und sonstige Teile und Sachen, die ich hier verwende, Kabel und alles, packe ich euch alles unter das Video. Ihr seht hier, das Ding ist nagelneu. Das Problem ist nämlich, dass die alten Game-Cartridges mit dem alten Connector nicht wirklich verbinden und deshalb Bildfehler entstehen und die ganze Konsole nicht mehr bootet. Also, hier ist die Konsole. Wir dübeln das alte Teil jetzt gleich mal auf. Unten drunter habt ihr 6 Schrauben, da braucht ihr einen langen Schraubenzieher, denn Nintendo hat die Schrauben in tiefen Löchern ordentlich versenkt und da kommt man schwer dran. Aber das schaffen wir. So, ich spule das Ganze mal ein bisschen hier vor, ist recht uninteressant. Dann könnt ihr den ganzen Quatsch öffnen, wenn ihr die Schrauben raus habt. Und seht hier das Gehäuse. Vorsicht, die Bleche sind ganz schön scharfkantig, da hat Nintendo in den 80ern nicht drauf geachtet. Und da müsst ihr ein bisschen auf eure Finger achten, sonst tut's irgendwann weh. Ja, wenn ihr jetzt das Blech hier aufschrauben wollt, dann müsst ihr hier nochmal die ganzen Schrauben zerlegen. Ihr seht hier, es sind 3, da sind nochmal 2 auf der Seite, hinten auch nochmal 2. Dann könnt ihr das obere Blech abnehmen und wir beschleunigen das Ganze jetzt hier mal hier, damit ihr nicht so lange warten müsst. Und auch gleich seht, wie das Teil aussieht ohne Blech. Im Nintendo sind viele Bleche. Oftmals kann es auch mal sein, dass sie ein bisschen gerostet und korrodiert sind. Ich hatte Glück, meiner lag zwar im Keller, aber sieht noch ganz schick aus innen drin. So, machen wir das Ganze hier mal auf, nehmen das Ganze mal ab. Und da sehen wir schon das Problemkind. Das ist der 72-Pin-Connector mit dem Einschubfach für die Cartridges. Wenn ihr es da jetzt zusammenbaut, achtet darauf, die nicht zu fest zu ziehen. Hier sind 4 Schrauben und vorne sind auch nochmal 2. Wenn ihr es zu fest zieht, dann kann es sein, dass die Kassette nicht mehr in der unteren Position einrastet und dann haben wir ein Problem. Also, nicht zu fest. Ich schraube das Ganze hier mal wieder im Zeitraffer auf. So, und dann zieht ihr das Teil nach vorne ab. Dann habt ihr nur dieses Ladegehäuse für die Cartridges in der Hand. Das können wir erstmal zur Seite legen. Und das ist das Mainboard. Um das abzuschrauben, müsst ihr noch hinten an dem Netzeingang des Nintendo noch 2 Schrauben wegmachen. Ich schraube die mal hier schnell raus. Zack. Zack. Ihr merkt schon, das Ding ist mit vielen Schrauben zusammengeballert. Vor allem sind die lang, also muss man viel drehen am Schraubenzieher. Ist ein bisschen nervig. Verbunden mit dem Mainboard haben wir hier vorne die beiden Controller-Anschlüsse. Der erste Controller ist vorne eingesteckt, der zweite Controller rechts auf der Seite. Wir machen das hier mal ein bisschen ab. So. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr das Kabel für den Power-Button und Reset-Button abgemacht habt, die untere Abdeckung einfach abziehen. Die ist nämlich nur drauf gesteckt. Genau wie der 72-Pin-Connector. Der ist auch nur drauf gesteckt. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Das Ding sitzt meistens festgebacken drauf. Also ein bisschen schieben und ziehen und dann funktioniert die ganze Sache. Sieht optisch ganz sauber aus, das Ding ist, die Pins sind ausgeleiert, die sind dreckig, da kommen wir schwer dran. Könnte man jetzt auch reinigen, ich habe auch schon gelesen, dass man da Teile auskochen kann. Ich gehe jetzt nur mal sicher und baue einfach einen neuen ein. Wichtig ist jetzt mal hier mit ein bisschen Isopropanol die Kontakte zum Mainboard einfach mal säubern. Am besten nimmt da 99,9%iges, Link dazu packe ich euch unten rein. Könnt ihr uns ein bisschen unterstützen und habt was Feines zum Säubern von Elektrikteilen. Desto mehr Prozent der Isopropanol hat, desto schneller verdampft der am Ende und desto weniger Wasserrückstände sind zu erwarten. So, wir reinigen den ganzen Spaß hier mal, ein bisschen schneller im Zeitraffer. Putz, 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 wisch, wisch, wisch. Ja, da waren echt oberflächliche Verschmutzungen drauf, da hätte ich nicht mit gerechnet.
Aber da sammelt sich was. Über die letzten 30 Jahre ist da ein bisschen was dazugekommen. So. Was man hier noch sieht, hier vorne ist der Chip für die Copyright Protection oder die einzelnen PAL- oder NTSC-Standards. Da gibt es eine Methode, den so umzubasteln, dass ihr alle Cartridges nutzen könnt. Falls ihr dazu ein Video wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Ich könnte vielleicht mal eins basteln. So. Wir nehmen den neuen Connector, schieben den da drauf. Na? So. Ihr seht, das Ding hält. Bombenfest sogar, muss man sagen. Also man braucht wirklich ein bisschen Kraft, um das da drauf zu schieben. Was wir jetzt machen, ist den ganzen Kladderadatsch wieder zusammenbauen. Unteres Blech drauf. So, ich mache das hier auch mal im Zeitraffer. Wir schieben den Tray wieder rein. So, und dann wird das Ganze positioniert im Gehäuse. Wir dübeln alle Schrauben wieder rein. Einige an der Zahl. Deswegen jetzt auch das Ganze nochmal im Zeitraffer. Müsst ihr jetzt nicht alles sehen. Es ist quasi wie das Ausbauen, nur in rückwärts. So. Zwischendurch nochmal kontrollieren mit dem oberen Blech, ob auch alle Schrauben fürs Mittelteil des Gehäuses drin sind. So. Denn nicht alle gehen durchs obere Blech. Aber das seht ihr anhand der Bohrung. Da schrauben wir zusammen. Zack. Jetzt hier das obere Blech nochmal schnell drauf. Vergiss natürlich nicht, die Controller und auch den Power-Button-Connector wieder anzuschließen. Am Mainboard. Das wäre ganz gut, wenn ihr das macht. Es sei denn, ihr wollt einfach nur einen Briefbeschwerer, dann lasst es ab. So, Gehäuse noch von außen zusammenschrauben. Wie gesagt, 6 Schräubchen, ist die Nummer durch. Ist manchmal ein bisschen knifflig. Ich hatte auch schon mal ein Nintendo, da musste man vorne die vordere Schraube in der Mitte rauslassen, weil sonst das Einschubfach nicht mehr richtig ging. So, Kassette rein. Saft an und es geht. Beim ersten Versuch. So muss das sein. Jetzt mal ein bisschen hier. Jetzt wird hier gezockt. Kurze Nintendo-Demo. Ja. Einfach geil. So, ich habe das Ganze hier auch einfach nur mit einem Kompositkabel angeschlossen irgendwie. Da habt ihr dann Mono-Audio und Video über ein Kompositkabel. Wenn ihr da eins mit einer halbwegs guten Qualität nehmt und euer Fernseher das Signal frisst, dann sieht es ganz okay aus. Mit dem Framemeister könnte man da ein bisschen weniger Verzerrungen noch schaffen, ein bisschen weniger Rumgeflackere. Aber der Framemeister kostet einfach Schweinegeld. Ich packe ihn euch trotzdem unten in den Link rein, falls ihr da wirklich viel Geld ausgeben wollt. Ja, Video ist schon wieder vorbei, Leute. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Lasst uns doch mal auf links ein Abo da, wenn ihr es geil fandet. Auf rechts findet ihr noch mehr solche Videos. Und ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen als bis denn, euer Dan.